Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und auch Salvete Spectatoris, zu einem weiteren Teil von Let's Play Total War Warhammer 3 mit mir, dem Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück mit dem mächtigen Wulfric und ja, im letzten Teil haben wir ja unsere Kampagne gegen gegen Nurgle gewonnen und jetzt sind wir gerade dabei, uns hier ein bisschen weiter zu festigen. Ich würde mal sagen, wir bauen mal hier ein Gebäude aus und wir wollen ja hier auch noch die Häfen weiter ausbauen. Die brauchen wir tatsächlich auch als veritable Einkommensquelle. Frage ist nur, wenn du mir jetzt sagst, 6 Runden brauchst du noch, bis wir das hier auf Stufe 5 ausbauen können. Dann ist die Frage, ob wir ansonsten auch nicht einfach hier die Städte ausbauen. Ne? Die generieren ja nicht nur Einkommen, sondern die generieren ja auch nochmal zusätzliches Wachstum. Ne? Also eigentlich ist es tatsächlich auch nie so verkehrt, einfach auch die Städte direkt auszubauen. Tun wir das so einfach mal. Aber vielleicht machst du es nicht hier, sondern du machst es hier. 4 Runden da und dann können wir das Ressourcengebäude nämlich noch ausbauen. Das soll mir doch recht sein. Okay, alles andere lassen wir aber ansonsten und beenden mal die Runde an der Stelle. Die Frage ist, ob uns Bellacor jetzt bald den Krieg erklärt. Der ist ja auch nicht so weit weg, ne? Oder ne, es ist nicht Bellacor, ne? Hier drüben da die Legion des Chaos. Das ist nicht Bellacor. Ne, der Bellacor, der ist hier drüben, ne? Wer erklärt da die Legion des Chaos? Die könnten uns den Krieg erklären. Da müssen wir noch so ein bisschen gucken. Die mögen uns nicht, du magst uns auch nicht. Müssen wir mal schauen, wie wir es machen, ne? Ich hätte ja eigentlich ganz gerne auch mal so die Möglichkeit hier. Ja, weiß ich nicht. Hier, der Turm der Fliegen, den brauchen wir ja ohnehin, ne? Ja. Ist nicht so einfach, das Ganze, ne? Ja. Okay, pass auf, du gehst mal hier rüber. Und wenn wir schon mal dabei sind, nehmen wir noch einen Axtwerfer mit rein? Ich weiß nicht. Das ist halt extrem teuer, die halt so zu rekrutieren, ne? To the four corners. Ja, wir müssen mal gucken. Vielleicht machen wir jetzt mit Wulfric ja auch mal unsere Questschlacht, ne? Ich meine, gerade haben wir keinen Kriegsgegner. Also wir könnten uns halt hier drüben mit den Scalingern anlegen, aber das müssen wir auch nicht unbedingt machen. Hier, da, die Winterzahnkrone. Sollen wir das mal probieren? Der Wilde ist derzeit in einer Siedlung anisoniert. What? Der was? A challenge? Ah, okay, warte mal, weil das ist die Throg-Mission. Das Schwert des Thorgal, das ist unsere. Okay, let's go. Ja, wenn es dabei nur bliebe, ne? Wenn es dabei... Tribesmen, again it is time to soak our blades in the blood of weak Southerners. Pompous and proud. Yet they don't even give me the courtesy of a worthy fight. I come here seeking champions, but look, they send peasants. Their cowardly lords don't deserve their riches, so we shall kill them and take all that we see. Then the rest of Bretonnia, my masters will receive these offerings by my sword. Kill at will! Okay, ja. Ja, das ist natürlich kompletter Unfug, den er da erzählt, weil wir wissen ganz genau, da werden noch 1000 andere Einheiten kommen. Wir kennen das, ne? Okay, also. Dann positionieren wir uns gleich um. Oh, da hinten in die Ecke. Den Wulfric, den können wir noch gebrauchen, weil der kann dann den Rest von denen anlocken. Rück gegen die Bauern vor, die sich nachher in Demigreifenreiter verwandeln. Nein, Spaß, also, aber wir wissen doch ganz genau. Wir wissen doch ganz genau, was passiert, oder? Hat irgendjemand Zweifel daran? Dass da nachher noch irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung, noch 20 andere Einheiten kommen? Also ich auf jeden Fall nicht. Okay.
Hä, was? Wie? Nix. Oh. So, dann lass das mal auf dreifacher laufen, denn unter Umständen passiert da ja gar nicht so viel. Toll. Dann kommen wir zurück. Warum? Was? Oh Gott, ich habe die falsche Taste gedrückt. Jetzt hat er den Heiltrank schon gesoffen. Na toll. Schlachten, der hat Wilde raus im Wald angezogen. Oh. Lass dich noch ein bisschen verfolgen. Ne, warte noch. Go. Ja, sorry, ne? Das ist jetzt lame, aber also das läuft jetzt darauf hinaus, dass der uns die ganze Zeit da irgendwelche neuen Einheiten da in die Schlacht schickt, ne? Ja, so ist auf jeden Fall nice, weil so hauen die alle ab. Das, weil wir die Reliquie besiegt haben, ne? So, und weg. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Oh, komm doch einfach näher. Da ist die Trulla. Und tschüss, Taco. Komm jetzt aber. Ah, der hat eine Arti da hinten. Pum. Nochmal, komm. Und tschüss. Hey, Ritter Bretonias. So, jetzt komm mal, die haben mehr Moral. Komm, komm, komm. Lasst euch von denen ruhig beschießen. So, jetzt können wir vielleicht nochmal ein bisschen langsamer machen. Dummerweise hier schon mein Heiltrank aufgesuppelt, weil ich aus Versehen auf die falsche Taste gedrückt habe. Oh Mann. The Master's Pup.
Wulfric the Wanderer. This is the greatest annihilation. The gods will reward. Yes, chieftain. Ja, lass dir Zeit, Bruder. Er macht gar nichts. Guck's dir an. Oh Gott, wie schwach. Oh Mann, ist das eine schwache Vorstellung hier. Nein, ich glaube, jetzt haben wir ihn einmal erwischt, ne? Gut, dann gehen wir mal wieder Gas, weil, ne, was sollen wir halt machen? Das ist so, oh, der grüne Ritter. Warte. So be it. That's what the master's meant. We serve the gods. The dark gods command me. Ready to murder. Nice. Er ist halt teuer mit 9, ne? Versuchen Sie mal hier mit einem Spell. Typisch. Komm einfach her. Ja, toll. Super, geil. Ja, lass dich wegpunchen. Das ist auch sinnlos. Das ist so sinnlos. Halt immer so, ne? Weißt du, gibt Bretonia irgendwie ein paar richtig gute Ritter und das ist das, was immer passiert. Moment bitte. So, da sind wir wieder. Ja, genau, Pause raus. Warum? Stopp, nein. Hinterher, da wieder zurück, da. Du, das ist so blöd. Warum machen die sowas? Wahrscheinlich, weil ich irgendwann mal einen Angriffsbefehl gegeben habe. Und guck, wie der den swarmt, ne? Das ist so krass. Das ist so blöd. Das ist wirklich so saublöd. Man muss es halt auch wirklich sagen. Es ist ein Deppenfest. Echt jetzt. Hau drauf. So, wenn wir den grünen Ritter gepackt haben, dann ist, glaube ich, hier der Spaß vorbei. Danke. Okay, nice. So, und Attacke. Oh, der kommt immer näher. Und geschafft. Nice. Cool. Es tut mir leid, dass das jetzt nicht so ein sehenswertes Event war. Aber was soll man denn da auch machen? Ich meine, guckt euch das an. Der kommt mit, weiß ich nicht, 2, 3, der kommt mit 3.500 Mann angelaufen. Wir haben 1.700, 2:1 und dann natürlich grüner Ritter, Bogenschützen und so weiter. Das ist einfach Selbstmord, da auf offenem Feld rumzulaufen. Wichtig ist, dass man hier die Reliquie ausschaltet. So, wow, dann doch so hohe Verluste gehabt, ne? Aber, ja gut, ich meine,
Jetzt will ich doch mal die anderen Ritter sehen. Was hat er denn jetzt da? Leonard Alvon. Aurelia Luidar. Fahrende Ritter, fahrende Ritter, fahrende Ritter, fahrende Ritter, Ritter des Königs, Ritter des Königs, Gilles. Und die machen halt die Kills, ja. Spannend, ja. Und so eine dumme Zauberin hat er auch noch. Okay, 350 für die Schatzkammer. Plus 5 beim Kampf gegen Menschen. Hey. Wir kriegen Geld, Verlust, Verstärkungsrate und das Schwert des Torgald. Cool. Fähigkeit, warte mal ganz kurz. Fähigkeit, Schwert des Torgald. Waffengrundschaden plus 90%. Nicht schlecht. Und Beute nach der Schlacht. Das ist auch gut. Für Wolfie genau das Richtige. Quick Save das mal bitte. Ja, wir müssten irgendwie plus 10 plus minus 0. Das scheint auch irgendwie mit diesem Schwierigkeitslevel hier zu tun zu haben, ne? Okay, gut. Warte mal, hier ist der Monolith des Fleisches. Das Dumme ist, ich kann hier nicht gescheit rekrutieren, ne? Und du hast. Ja, du hast die Reiter halt auch schon da drin. Also hier stelle ich fest, Barbarenstreitwagen ist Blödsinn. Wir bleiben beim Pferd. Genau. Nimm doch mal das Schwert des Thorgald. Jetzt könnten wir natürlich sagen, ja nee, wir können jetzt hier nicht großartig Barbaren rekrutieren, ne, oder? Für das Geld lohnt sich das, aber das sind jetzt halt nicht so die Einheiten, wo ich sagen würde, die muss man unbedingt mit den zwei da rekrutieren. Was wir machen können, wäre, dass wir sagen, wir lösen den Streitwagen und den hier auf. To the four corners. Und dann schicken wir die vier hier hin. Das müsste fast hinhauen, ne? Und dann nehmen wir die zwei besseren hier vom Monolith des Fleisches mit. Dann haben wir dann haben wir nochmal bessere Chaos-Barbaren-Ritter. Reiter. Without doubt, embarking. So, wir gehen mal einmal im Gewaltrudern darüber. Dann ändern wir hier nochmal einmal die Rekrutierungsmöglichkeiten. Und dann bauen wir hier Winterfeuer nochmal aus. Ich glaube, das ist okay. Shaman Sorcerer. Ja, geh du jetzt hier dazu. Finders Keepers. Ah, das ist dieser Feuermagier, okay. Gut, nächste Runde, go. Sigi kündigt die Handelsbeziehungen mit uns. Warum? Weil wir die Questschlacht gewonnen haben und jetzt gerade weniger Einheiten haben und wir als schwächer gewertet werden, ne? Wahrscheinlich deswegen. So. Vier Stück von den Brüdern. Oder er hat irgendwas verloren? Nee, hat er nicht. Manchmal verlieren die dann auch so eine Küstensiedlung. Das scheint aber nicht der Fall zu sein.
Tja, die Skellinger haben fast alles verloren, aber leider auch nur fast. Okay. Ja. Die zwei kannst du auflösen. Und dafür dann noch okay, nimm noch zwei von denen. Ach, das ist so teuer. Das sind 3000. Nee, nicht ganz. Das sind 2300. Ja, nimm noch zwei von denen. Komm. Irgendwie, ich meine, ansonsten muss Throck alles selber durch draufkloppen lösen, ne? Undefeated. Das ist auch die logische Konsequenz. So, Defensivgebäude bauen bitte. Go. Alter, das ist doch jetzt der allerletzte random Bullshit, oder? Was ist denn das bitte für ein random BS? Also jetzt mal ehrlich. Sigwald erklärt uns den Krieg. Danke, Spiel, dass ich mit dieser Kampagne nicht vorankommen darf. Vereint gegen uns. Aha. Nur die Harten in den Garten. Minus 5 Wachstum in allen Provinzen. Ja, cool. Klar, gerne. Warum nicht? Alter, ist das so albern. Der hat doch wirklich nur Krieg mit uns. Okay, krass. Weiter, weiter, weiter. I eat my enemies. Going. Super. Enslave the Southerners. Moving out. Komm, wir rekrutieren noch ein paar Einheiten, weil wir es können. Sigwald, Alter. Der Sigwald. Hey du, pass auf. Handelsabkommen, nicht Angriffspakt. Beides Kacke. Krieg. Weil Gründe. Ich habe meine Gründe. Okay, bitte. Weniger Wachstum natürlich, als ob mich das jetzt noch interessieren würde. Wie cool das wäre. Ja, so weit kommt der gar nicht, ne? Der ist auch schon im Gewaltrudern. Wie cool das wäre, wenn man Hinterhalt auf See machen könnte, ha? Der wird uns hier irgendwie angreifen wollen oder so, ne? Alter, ich bin kurz davor, ein Bündnis mit Menschen zu kriegen wahrscheinlich, oder? Wenn halt alle anderen uns hier angreifen. Auf. Ja, aber wir erobern das ja alles, ne? Das ist deine Hauptstadt da drüben, okay. Und woher kommen seine Vasallen? Das würde ich jetzt auch gerne mal wissen. So, ja, was machen wir? Ja, können wir jetzt abwarten, ne? Na, das wäre... Alter, das dauert immer so lange. The Eternal Challenger.
Okay, ich will ja nicht, dass der einfach so mit dazu kommt und dann verstärkt. Deswegen machen wir das dann so. Ich komme fast an ihn ran, ne? Naja, egal. Komm, zeig, was passiert. Der Slanesh Dude. Jo, wer hätte es gedacht? Lol. Aber okay. My challenge? Undeniable. Ich weiß ja halt auch nicht, wie will man die denn sonst erwischen? Na? Geht ja gar nicht. Beim Lager der Varga, da überlege ich halt immerhin noch, ob wir es da schaffen könnten, ihm zumindest so ein paar Truppen zu... Oh, krass, ein Pyrrhus-Sieg wäre das, okay. Und dann wären die auch beide weg. Der ist Level 23. Zum Glück gibt es diese ganzen... Zum Glück gibt es diese ganzen gestörten Boni, die der da kriegt. So, der greift jetzt hier an, ne? Oder? Ne, der haut ab. Okay, krass. Prinz Sigwald, den Prachtvollen, besiegt. Chancen auf Diebstahl eines magischen Gegenstandes nach der Schlacht plus 10%, physische Resistenz plus 10. Krass. Fraktion vernichtet. Stamm der blutigen Axt. Slaughter the sheep. Speak. Wir können ihn erwischen. You know nothing. Und wenn wir den Walli-Schädelsammler erwischt haben... Ach, guck mal, der kriegt auch Verschleiß hier. Okay. Never. Alter, bist du denn bescheuert? Battle time is feeding time. Okay, das muss ich mal gerade quicksafen. Also... Wir leveln jetzt erstmal, ja? Mhm. Was hatte ich hier gesagt? Zähigkeit der Nors, ne? Was wäre mit König der Trolle? Was kriegen wir denn hier noch so? Urzeitliche Stärke, Fähigkeit, Einsätze, plus 3. Schwallartiges Kotzen, große Explosion. Passive Fähigkeit, abscheuliche Regeneration. Geschossresistenz, Regeneration für alle Fimia. Passive Fähigkeit Raserei, gewährt mächtige Gefolgeunterstützung, die eure Einheiten modifizieren können. Und irgendwas mit Bestien. Ja gut, ja, ja toll. Zum Glück spielen wir ohne die Einheiten. Gut, okay. Dann machen wir Zähigkeit der Nors und dann nehmen wir noch mit zweimal hier tödliche Klingen. Hier machen wir das. Ja, Nahkampfabwehr ist einfach so ein schlechter Zauber. Entschuldigung, Nahkampfabwehr ist einfach so ein schlechter untergeordneter Wert, ne? Obwohl für erst Level 19, ne? Aber Sigi ist schon 23, ne?
auch nicht so ganz fair, ha? Gezeichneter Veteran nehmen wir gerne mit. Und dir gebe ich gerne noch. Ja, also der glänzende Mantel ist auch nicht schlecht. Plus 60 Rüstung ist schon gut. Was bringst du übrigens? Waffengrundschaden für Einheiten, wenn der im Zaun. Ja, das ist schon cool, ne? Machen wir das. Das geht ja nur auf eine, ne? Wirkt sich auf eine Einheit verbündete in Reichweite aus. Das ist das Gleiche, ne? Minus 60, wenn man es overcastet. Kostet nur noch 3 aktuell. Nicht ganz so teuer, der Zauber. Ja, machen wir den Rostfluch nochmal ein bisschen besser. So, okay. Also, wir wollen ja nicht von ihm direkt weggesmackt werden, ne? Aber wir wollen ihn gerne konföderieren. Das heißt also... Nee, ich will keine Einer komplett verlieren. Na gut, also die Maps, die man da immer kriegt, das ist ja immer das Gleiche, ne? Gut, okay, cool. Dann, warum sollen wir hier offensiv spielen, wenn wir auch einfach defensiv spielen können? Genau, mach das mal so. Und so. Dann schließe ich irgendwie hier hin. Ich stelle es mir noch dahinter. Hier hin und den Wulfi, den kannst du auch vorne dran stellen. Und die Speerwerfer. Weiß ich nicht, so und so. Cool. Er kommt auch zu uns, ne? Sauf mal den Heiltrank. Ich dachte vielleicht, ich gehe noch hin und gucke, ob ich was... ich noch eine andere Einheit bei ihm erwischen kann. Jesus Maria, da habe ich schon gedacht, da klopft der Throck gerade bei mir an, aber es war nur mein Sohnemann. Attacke! Warte mal. Einmal bitte diesen hier. Prepare to hex. Nice. A killing. Consider it done. Marauder Horseman. Oh nee, du Asi. Oh, er haut ab. Okay. Alter, aber was für ein Assi ist das denn? Da tankt der mit Fernkämpfern den Damage, nur damit er mir diese Einheit da killen kann. Okay. Alter, was ist hier kaputt? Alter, was für ein Ehrenloser.
Was für ein Ehrenloser. Und ich konnte mit der Einheit noch nicht mal mehr weglaufen, ne? Aber, naja gut, ich meine, man muss jetzt auch wieder fairerweise dazu sagen, es ist ja auch eine bekloppte Challenge, ne? Aber... So, ich muss jetzt noch hier ein paar Einheiten erwischen. Denn wir wollen ja noch, wir wollen ja noch eine möglichst hohe Schlachtbeute haben. Jetzt erwischt haben, dann müssten wir es aber eigentlich geschafft haben. Ich hoffe, die eine Einheit hat das noch überlebt. Ansonsten, ey, Alter, den rekrutiere ich auch so normal. Boah, nee, echt nicht, ne? Das ist nicht normal. Diese Mistkerle. Hier, da einer von denen war das. So. Doch, er hat sie gekillt. Boah. Ehrenlos. Aber wir haben sie komplett vernichtet, okay. To the four corners. Champions fall. Und wenn wir das hier, gehen wir hier hin. Das müsste ja eigentlich klappen, ne? Embarking. Noch mehr Hitpoints. Ja, da kommt der auf jeden Fall schon mal nicht hin. Ja, mach so. Und dann, guck mal, dann kannst du die hier schon mal zusammenlegen. Ja, ist okay. So viele werden wir jetzt auch nicht brauchen, oder? Overrun the world. Okay, also diesen einen Barbaren-Penner, den haben wir jetzt erwischt. Aber den anderen Barbaren-Penner halt noch nicht, ne? Das heißt, der kommt dann irgendwann, ne? Boah. Oh, so ein Müll. Naja, wir können mal gucken, wie es hier aussieht. Ob er hier ankommt, ne? Die stinkenden Katakomben. Ja, klingt nach Slanesh. Okay, cool, wir haben Technologien erforscht. Und du bekommst unbeständiger Mahlstrom, okay. Noch mehr Zeug und als nächstes nehmen wir was? Ausladende Segel. Die Missionen mit, immediately. Done and done. Okay. Battle time is feeding time.
Wenn wir Glück haben, kriegen wir die Dinger hier 3 Runden gehalten. My challenge? Undeniable. Nimm noch so einen Speerfuzzi. Stell dich mal ins Lager der Vaga rein. Damit wir da noch ein bisschen mehr Verteidigungsfähigkeit mitnehmen können. Ja, wir müssen mal gucken, was er hier so vorhat, ne? Der kommt ja gleich wieder mit der nächsten. Mit der nächsten Bagage an. Was? Der hat 7 Siedlungen. Boah, Vater, ich will einfach nur den Typen da platt machen. Bitte gib mir einfach nur seinen Seitenanführer. Cool, und wie es weitergeht, sehen wir im nächsten Teil. Bis damals, gut, Pax Vobiscum und Valete.